Jetzt können wir anfangen mit dem Queststream. Jetzt muss ich noch meine Zuschauer von vorhin zurückrufen. Koko, Koko. So, geheime Symbol für Mimimi. BGs sind vorbei. Roleplay-Modus ist wieder an. Warum stehe ich wieder vor der Tür? Hätte ich die Quest am Stück machen müssen? Scheint so. Ja, genau. Es geht schon weiter und geht wieder von vorne los, wenn wir Pech haben. Aber ist nicht schlimm. Ich würde nämlich jetzt mal das... Also wenn ich jetzt nochmal entscheiden müsste, müsste ich nämlich einfach mal die andere Schriftrolle nehmen, da die da hier mit dem Schild und Gedöns. Und einfach mal gucken, was die so macht. So wie es gelesen hat, kann man wahrscheinlich bei der unter Meteoren stehen und kriegt keinen Schaden. Ach ja, genau. Wir müssen es nochmal machen. Och je. Trinimak, erhöre unsere Gebete. Ist doof. Unsere Waffen und warne uns vor allen Gefahren. Schenke uns den Mut, die Herausforderung zu meistern, vor die du uns gestellt hast. Ich dachte, wir würden nur ein Treffen ausspionieren. Ihr, der Auserwählte der Voschrak, habt Tapferkeit angesichts der Malakat-Ketzer gezeigt, sogar so weit in jenen Tempel einzudringen. Doch eine Herausforderung bleibt noch. Eine Herausforderung, um euch auf die... Das kipp ich, weil das haben wir uns ja vorhin schon alles angehört. Steht inmitten der heiligen Worte Trinimax. Muss ich mir anhören? Okay, mit im Speed-Durchgang. Warum habt ihr eine Maske auf? Um euch bei dieser Feuerprobe zu helfen. Der älteste Azulk wird alle Fragen beantworten. Nee. Mögt ihr nun in Trinimaks Namen große Ehre finden. Ja, ich habe irgendwie vorhin ja mit dem Schild geliebäugelt. Aber der Hammer klingt natürlich auch cool, weil wir uns dann natürlich einfach die anderen wegballern können. Ja, komm, wenn du so langsam läufst. Ich glaube nicht, dass das mein Vater sagt. Ja, ja, das. Dann. Ich werde jetzt mal das Schild nehmen. Ich will einfach mal rausfinden. Ich glaube, da kann man einfach unter den Meteoren stehen bleiben. So, jetzt. Werdet ihr die Segnung Avalians annehmen und eins mit dem Wind werden? Ich wähle Vajas Schutz. Dann möge Trinimak euer Schild wieder die Gefahren des Spießrutenlaufs sein. Ah, da hat man einfach ein Schild, okay. Mal gucken. Hört gut zu, denn ich wiederhole mich nicht gern. Um die Tür aufzuschließen, müsst ihr 4 Schalter aktivieren. Die Voschrak drin werden versuchen, euch aufzuhalten. Man wird eure Zeit nehmen. Das klingt simpel. Falls ihr zu lange braucht, werden die Schalter zurückgesetzt und ihr müsst von vorn beginnen. Andere könnten euch überholen und die Position einnehmen, um die ihr kämpft. Und habt keine Angst, jemanden zu töten. Sie werden auf jeden Fall versuchen, euch umzubringen. Ich kann andere Voschrak töten? Trinimaks Gunst gilt den Siegern. Wer fällt, ist seiner nicht würdig. Die Voschrak haben das begriffen. Und das solltet ihr auch. Eure Zeit. Ich bin bereit. Mein Magen sagt immer nur, essen. Brandanus, mit Uptime, was hättest du denn gerne für einen Befehl? Möchtest du wissen, seit wann ich streame oder seit wann du zuguckst? Bin da noch ein bisschen ratlos. Thank you.
Achso, ja, also nicht seit heute Morgen. Ich habe zwischendrin Zeit mal Pause gemacht. Aber ich bin jetzt seit 16.30 Uhr wieder da. Am vorhin bis grob 19 Uhr hier noch Wodka weitergemacht. Jetzt hatte ich eben kurz Gildenchef-Meeting. Da habe ich einfach BGs mit Musik laufen lassen. Und jetzt sind wir damit fertig. Und jetzt machen wir weiter und machen jetzt hier Wodka endlich fertig. Also ich bin jetzt, um genau zu sein, seit 4 Stunden 12 Minuten wieder ab. Wie kam er hier unten wieder? Kam er hier unten wieder raus? Da kam er wieder raus. Gott, ich mache gerade furchtbare Sachen. Habe ich mich vorher aber besser angestellt. Ach Gott, ich würde gern neu anfangen. Ich fühle mich gerade echt doof an. Alter, er hat mich geschubst. Ich fange nochmal von vorne an. Ja, ja, ich muss da sagen, vorhin bin ich da durchgeflitzt. Und jetzt stelle ich mich auch gerade unglaublich doof. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit an diesem Würfel hier vorbei und wundere mich, dass ich die nicht finde? Bin so doof. Warum ich auch immer abkürzen will und guck aber nicht hin. Gott. Ich wollte eh nur eine andere Schriftrolle ausprobieren. Oh nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Da habt ihr aber nicht die Zeit. Da. Ja, geht doch. Es war hart, aber wir haben es geschafft. Ich wusste, wir schaffen das. Ihr habt euch da eben großartig geschlagen. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Gebt mir einen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Es mag eine Illusion sein, aber ich schwitze darunter wie ein Ork. Wenigstens haben wir beide überlebt. Das haben wir, nicht wahr? Ich bin mir ziemlich sicher, es liegt nur daran, dass die Woschrak zu beschäftigt damit waren, mit euch fertig zu werden. Langsam begreife ich, warum Evely euch so sehr bewundert.
Ich schätze, wir müssen als nächstes dort hinein. Der Rat, richtig. Ich frage mich, was Sie uns als letzte Prüfung auferlegen werden. Was es auch sein mag, wir dürfen nicht zögern. Von uns hängen Leben ab. Wir müssen möglichst viel über diese heilige Mission herausfinden, die Sie immer wieder erwähnen. Ja, hätte ich mich jetzt eben nochmal so angestellt wie vorhin, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ah, nun sehe ich, wie ihr die Prüfung so schnell abschließen konntet. Eure Tarnung wird hier nicht gebraucht. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr zeigt Tapferkeit, vor uns zu treten. Doch zu welchem Opfer seid ihr wirklich bereit? Sind eure Absichten genauso rein wie unsere? Wir tragen die Rüstung des falschen Gottes. Wir attackieren und töten wahre Gläubige in einem heiligen Tempel. Alles nur um des heiligen Plans willen. Werdet ihr das gleiche Opfer bringen? Doof ist nur, dass oben meine Quest schon spoilert. Oder euch uns anschließen, um die Orsima stärker zu machen, als sie es sich je erträumt? Zeigt uns, wem eure Treue gilt. Vergießt das Blut eures Verbündeten in Trinimax Namen. Zeigt eure wahre Hingabe. Hey, mein Amulett sagt keine Wirkung mehr. Und meinte sie gerade etwas über das Vergießen meines Blutes? Oh weh. Weil hier oben steht schon, Topfer, Opfer Talvia, um wertvolle Informationen zu erhalten. Tötet die Vorschrag. Ich werde ihn auch nicht opfern. Eure Entscheidung. Ich töte die Vorschrag natürlich. Kann ich die da oben töten? Ihr wagt es, Verräter. Ja. Ob ich ihn hätte opfern können. Zur Flanke! Das war irgendwie aufregend. Ich lege einen Schutzzauber auf die Tür, während ihr den Raum durchsucht. Findet heraus, was ihr vorhabt. Befehle der Vorschrag. Unsere Agenten sind platziert. Sie haben sich erfolgreich in das Leben in Orsinium integriert und niemand kann mehr ein Mitglied der Vorschrag unterscheiden von den anderen Bewohnern der Stadt. Ah, du wolltest opfern? Nee, du wolltest nicht opfern, Klerik. Du wolltest doch nicht opfern. Von den anderen Bewohnern der Stadt. Sie haben uns unsere Ritualmasken. So haben uns unsere Ritualmasken einen wertvollen Dienst erwiesen. Wenn sich die Häuptlinge des Clans zur Volksversammlung treffen, werden sie keinen Schimmer haben von der Falle, in die sie tappen. Wir werden unsere Aufgabe als Trinimax heilige Klinge des Mutes erfüllen, die widerspenstigen Häuptlinge ausmerzen und endlich eine vereinte Nation der Orsima erschaffen. Die erste Gruppe Getreue, die den Spießrutenlauf vollendet, und die letzte Prüfung besteht, muss unverzüglich nach Orsinium geschickt werden. Ihre Mission ist einfach, aber von höchster Wichtigkeit. Es gibt Verräter in der Stadt, die um jeden Preis in Gewahrsam genommen werden müssen, bevor die Volksversammlung beginnt. Schickt ihnen eine zweite Gruppe hinterher, die sie unterstützt, nur für den Fall der Fälle. In Trinimax heiligen Namen, euer geliebter Anführer. Ja, das geht halt gar nicht, dass ich den Opfer, also... Gucken, ob hier jetzt noch irgendwas zum Leben rum. Ja, ich glaube, ne, also ich meine, er ist schon ein Dude, der uns hilft, den kann ich halt einfach erschießen, also das gehört halt irgendwie nicht. Genau, und was würde Evely dazu sagen? Die wird uns wahrscheinlich den Arsch aufreißen und uns dann essen. Thank you.
Vermutlich stelle ich jetzt da draußen fest, dass ich eh in die Stadtporte, also. Da seid ihr ja. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Wir haben herausgefunden, dass... Wo ist Talvia? Talvia geht es gut. Er hält die Vorschrag beschäftigt, damit wir die Stadt warnen können. Ganz allein? Seid ihr sicher, dass er damit fertig wird? Ach, was rede ich denn da? Natürlich seid ihr sicher. Wir haben es geschafft, herauszufinden, dass der Angriff auf den Tempel nur ein Ablenkungsmanöver der Vorschrag war. Das war kurz bevor unsere Amulette den Dienst versagten. Wir haben unsere Amulette auch verloren. Ja, plötzlich stand ich nackt da wie eine Esche, die ihr letztes Herbstlaub abgeworfen hat. Zum Glück hatten wir unsere Ausrüstung in der Nähe versteckt. Na. Falls sollte der Angriff auf den Tempel dazu dienen, Basrak etwas in die Schuhe zu schieben. Der Häuptling ist unschuldig. Ich habe keinem Mörder geholfen. Ich habe erfahren, dass die Vorschrak sich in der Stadt verstecken. Sie werden die Häuptlinge bei der Volksversammlung angreifen. Das ist wenigstens etwas. Doch das reicht nicht, damit wir den erhofften Vorteil haben. Wir müssen einfach vorsichtig sein. Jeder hier könnte für die Vorschrak arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von all diesen Intrigen kriege ich Kopfschmerzen. Kehrt nach Osinium zurück und warnt Häuptling Basrak. Wir treffen uns bald dort. Fliegt und ich gehen los und warnen Häuptling Basrak. Diese ganze Sache, das ist alles noch merkwürdiger als jede Ermittlerin-Wala-Geschichte, die ich je gelesen habe. Hier, nehmt dies. Ich habe es gefunden und dachte mir, ihr sollt es bekommen. Weil ihr Tal beschützt habt, ich weiß das zu schätzen. Wir haben irgendwas bekommen. Ich glaube, so eine Maske. Ja, ich hätte sie wahrscheinlich an... Also, ich weiß gar nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ihn opfert. Ob man sie dann anlügt oder ob wir dann ihr wirklich die... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann sagt, jo, den habe ich einfach mal erschossen. Ab 16, daher geht es. Ich meine, jeder, der die muntere agonische Maid gelesen hat, der weiß, was hier abgeht. Wo muss ich denn hin? Blut und Sand. Muss ich in die Stadt? Warum habe ich keine Quests? Die hat mir jetzt gar keine Quests gegeben. Kriege ich jetzt eine neue Quest? Jo, die 2 Meter zum Wegschrein hättest du auch laufen können, fauler Bock. Ihr könnt uns nicht aus unserem Gasthaus aussperren. Ihr hättet darüber nachdenken sollen, bevor ihr den Feinden unseres Königs geholfen habt. Soldaten und ihre verdammten Regeln und Vorschriften. Bevor ich euch in eine Zelle werfe. Wie ärgerlich. Ich mag diesen Ort nicht mal besonders. Aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von denen aus der Stadt werfen lasse. Je näher die Stadt der Vollendung kommt, desto schlimmer wird es für uns einfache Leute. Was ist im Gasthaus geschehen? Orsima-Soldaten sind in unser Gasthaus gestürmt und haben uns hinausgeworfen. Jetzt lassen sie niemanden mehr rein. Sie haben sich entschieden, einige unserer Gäste festzuhalten, einschließlich unserer Freunde. In der Tat tauchte diese kleine Waldelfin erst kurz vor den Soldaten auf. Aber es muss doch einen Weg hineingeben. Die Soldaten haben Wachen an allen Ausgängen abgestellt, selbst an der Hintertüre. Verdammt, wenn ich doch nur wüsste, wie sie von der erfahren haben. Die Soldaten wollten niemand hineinlassen, bis die Arbeit des Königs nicht getan ist, was auch immer das sein soll. Sollen dem ganzen Pack doch die Stiefel versteifen. Ich werde einen Weg hineinfinden. Ich hätte wissen sollen, dass es sich noch rächen würde, wenn wir Leute in unserem Gasthaus verstecken. Aber das ist lächerlich. Sie schickten einen ganzen Trupp Soldaten, um ein Gasthaus abzuregeln. Man könnte meinen, wir wären die verdammten Winterkinder oder so. Wenn ihr euer Gasthaus zurückhaben wollt, brauche ich eure Hilfe. Ihr und eure Freunde uns nicht schon genug Ärger gemacht? Nun gut, wenn ihr mir mein Gasthaus zurückholt, dann vergesse ich, was sonst noch passiert ist. Also, wie kann ich helfen? Habt ihr euren Schlüssel zum Gasthaus bei euch? Damit könnte ich mich ins Gasthaus schleichen. Das war das Erste, was sie konfisziert haben. Es war Feldwebel Wulmon. Ich kenne ihn.
ist einer unserer Stammgäste. Meist ist er freundlich und er gibt ab und an ein Goldstück als Trinkgeld. Er ist drüben bei der Eckschenke des Königs stationiert, aber er wird den Schlüssel nicht hergeben. Ich könnte ihn ihm stehlen. Das geht nur euch und ihn etwas an. Ich will daran nicht beteiligt sein. Ich bin keine Verbrecherin, auch wenn alles danach aussieht. Die Soldatin, mit der ihr gesprochen habt, kennt ihr sie? Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Ich habe es mir angewöhnt, alle Wachen und Soldaten kennenzulernen, die ins Gasthaus kommen, um sich zu entspannen. Ihrem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, hat sie sich das letzte Mal entspannt. Da hing der König noch an den Rockzipfeln der Schmiedemutter. Ihr müsst doch etwas über sie wissen. Was? Wollt ihr den Hof machen oder so? Wenn ihr so bezaubert von Hauptmann, wie hieß sie noch gleich seid, dann darf ich euch verraten, dass ein Soldat meinte, sie würde auf dem Wall bei den Stallungen sein. Hört ihr doch auf meine Worte. Sie ist ein kalter Fisch. Vielleicht solltet ihr lieber in einem anderen Teich angeln. Ja, er lebt wohl. Ja, das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das Spiel bei den Cinematic Trailer ist auf jeden Fall immer PG 18 davor, aber das ist ja kein USK 18. Kennst du doch die Amis? Da sagst du nur Busen und dann ist es schon ab 23 erst. Achso, ich wollte ihn. Versucht das nochmal und ihr zieht statt der Hand nur noch einen Stumpf zurück. Ja, fuck. Was haben wir Hinweise? Untersucht das Areal, in dem sich alle Wachen treffen? Zusammenkratzen kann, bin ich mit der nächsten Karawane weg. Wenn's reicht, ist ich muss ihn bestehen. So. Ach, warum ist er immer noch misstrauisch? Hör doch mal auf, misstrauisch zu sein. Jetzt vielleicht leveln sollen. Was? Warum passiert das nur ständig? Problem ist, boah, hier sind so viele. Wie lassen sich ein Ork und ein Troll auseinanderhalten? Meiner Erfahrung nach hält man die beiden. No, die Geschichte hätte ich jetzt gern zu Ende gehört, wie sich ein Ork und ein Troll auseinanderhalten würden. Ich hätte doch in den Keller gehen müssen. Wo ging's hier nochmal in den Keller? Hä? Nee. Hier. Ihr kommt ein bisschen spät. Sie ließen mich hier einfach zum Sterben zurück. Was ist hier vorgefallen? Wo sind die anderen? Ich habe Nachrichten überbracht.
für die süße Waldelfin und den knorrigen Ork. Als ich zurückkam, stürmten die Soldaten rein. Sie stachen mich nieder. Wo sind Evelyn und Häuptling Basrak? Sie wurden völlig überrumpelt. Die Soldaten schnappten sich sowohl den Ork-Häuptling als auch die Elfen, brachten sie weg. Auf Befehl des Königs. Ich schätze, ich war ihnen nur im Weg. Halte dich, Ovoyine. Ovoyine. Ist auch noch der falsche Name gesagt, während er stirbt. Wo ist denn hier die Tür eingezeichnet? Muss ich weiter hoch? Ja. Hallo, Bräuler. Wo haben sie sie hingebracht? In den Palast. Halt! Ja. Beide, wie das abläuft. Ich auch. Ich bezahle einfach. Weil ich keinen Bock habe, mit dir zu diskutieren. Und wenn ich jetzt eh in den Palast gehe, so viele Wachen da sind, dass sich die 69 Gold auf jeden Fall lohnen zu bezahlen. Liebster Problemlöser ist zurück. Seid ihr gekommen, um zu sehen, was ihr erreicht habt? Dank euch sind die Clanshäuptlinge zusammengekommen, um sich anzuhören, was ich zu sagen habe. Das wird eine Volksversammlung, die ganz Wrothgar nicht so schnell vergessen wird. Ich muss mit euch über etwas Wichtiges sprechen. Das klingt ernst. Aber jetzt ist ein Anlass zum Feiern. Das nächste Zeitalter der Orsimer beginnt heute. Warum habt ihr die Soldaten zum Gasthaus geschickt? Ihr wagt es, mein Handeln in Frage zu stellen? Ja. Ihr behaupten, ich hätte nicht das Wohl meines Volkes im Sinn? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, wir haben erfahren, wo sich die Verräter aufhalten. Ich habe meine Soldaten losgeschickt, um sie zum Verhör zu holen. Wusstet ihr, dass eure Soldaten von den Vosrak unterwandert worden sind? Was? Wie könnt ihr es wagen, derart falsche Anschuldigungen zu verbreiten? Hat Basrak euren Kopf mit noch mehr Lügen von Malakat gefüllt? Ich will so etwas nicht hören. Nicht auf der Schwelle zu meinem größten Sieg. Wo sind Häuptling Basrak und Evely? Noch mehr Fragen? Ihr stellt meine Geduld wirklich auf die Probe. Aber lasst uns nicht vor den Clanshäuptlingen über solche Dinge sprechen. Trefft mich unten im Speisesaal. Dort können wir unser Gespräch unter vier Augen fortsetzen. Meine Jäger haben heute Morgen eine ganze Herde aufgetrieben. Damit sollten wir genug für das Bankett haben, je nach... der König ist. Häuptling Abzug klingt auch einfach immer wieder gut. Kommt, wir müssen reden. Ah, Fremder, ihr überrascht mich immer wieder. Ich nehme an, eure jüngsten Abenteuer waren ein wenig strapaziös. Natürlich bekommt man in der Regel immer Ärger, wenn man seine Hauer irgendwo hinsteckt, wo sie nicht hingehören, nicht wahr? Wovon sprecht ihr? So stolz. So selbstsicher, so überzeugt davon, dass ihr das Richtige tut. Doch ihr widersetzt euch dem Willen Trinimax und versucht, das Unausweichliche aufzuhalten, indem ihr meinen Sohn warnt. Kurz gesagt, ihr werdet mir langsam lästig. Aber ich muss Kurok wegen der Vosrak warnen. Die Vosrak tun genau das, was man ihnen aufgetragen hat. Sie werden alle Hindernisse beseitigen, die meinen Sohn bedrohen. Es wird Zeit, die Clanshäuptlinge aus dem Weg zu schaffen, damit die Vereinigung der Orsimer beginnen kann. Es geht um unser Überleben. Das könnt ihr doch sicher verstehen, oder? Ihr seid es. Ich werde euch aufhalten. Mich aufhalten? Ich glaube nicht. Die Orsimer werden sich als Einheit unter dem Banner von König Kurok scharen. Ich habe es vorhergesehen.
Verbreitet die Kunde, dass der Fremde vor uns unsere große Stadt verraten hat. Für eure Taten verdamme ich euch und eure Verbündeten zum Tode. Ein Urteil, das ihr mit eurer eigenen Hand vollstrecken werdet. Möge Trinimark eure Klinge führen. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Doch ich handle nur zum Wohl der Orsima. Und jetzt... Gut, das wird aber auch Zeit. Hängt's wieder an mit Seelenberaubt im Kalthafen. Wird, nachdem ich euch hier heruntergeschleppt habe. Als Schildweib von König Kurok lernt man eine Menge übers Heilen. Anscheinend versagt mein Können auch bei Fremden nicht. Aber wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Was ist geschehen? Ich gebe zu, ich habe euch nie vertraut. Doch ihr habt unserem Volk geholfen. Ihr habt Besseres verdient, als ein Opfer der Schmiedemutter zu werden. Ich habe euch hier nach hinten geschleift, bevor die Vorschrag kamen, und euch geheilt, so gut ich nur konnte. Jetzt verschwindet von hier, bevor euch die Soldaten finden. Ich kann nicht einfach verschwinden. Nicht, solange es noch die Dinge gibt, die getan werden müssen. Mein Geliebter tut, was er tun muss, um unser Volk zu einen. Ihr wisst, dass das wahr ist. Ihr habt es gesehen. Die Clanshäuptlinge weigern sich, ihm zuzuhören. Wenn Kurok scheitert, werden die Orks nie mehr als die misshandelten und elenden Kreaturen sein, für die uns die anderen Völker halten. Es muss einen anderen Weg geben. Die Häuptlinge sind schon auf dem Weg zur Volksversammlung und die Vorschrag bewachen die Feste. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt gehen. Ich will nicht gegen euch kämpfen, aber falls ihr euch entscheidet, dem König nachzusetzen... Nun, ich habe geschworen, meinen Geliebten zu beschützen. Was habe ich eigentlich noch für einen Streamtitel drin, ne? Kurz. Ich werde nicht ohne Häuptling Basrak und Evely gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr das sagen würdet. Nehmt das hier. Es wird die Zellen des Kerkers unter der Feste öffnen. Bringt einfach eure Freunde weit weg von diesem Ort und lasst meinen Geliebten seine Mission zum Aufschwung unseres Volkes zu Ende bringen. Bevor ich gehe, möchte ich euch etwas fragen. Mein Geliebter glaubt, etwas. Der einzige Weg ist, seinen Traum wahr werden zu lassen. Als sein Schildweib unterstütze ich ihn, so wie ich es immer getan habe. War das die ganze Zeit schon Kuroks Plan? Nein. Er hatte gehofft, dass die Häuptlinge anfangen würden, an seine Vision zu glauben. Dass sie die Zukunft so sehen würden, wie er es tut. Er wollte nie, dass es so weit kommt. Doch ein König muss immer das tun, was für sein Volk am besten ist. Wird die Ermordung der Häuptlinge die Clans nicht gegen Kurok wenden? Warum sollte dem so sein? Sie werden einen König sehen, der gegen die fanatischen Vorschrak gekämpft und verzweifelt versucht hat, die Häuptlinge gegen eine große Übermacht zu verteidigen. Wenn sich der Staub legt, werden sie ihn lieben und vereint unter seinem Banner stehen, damit die ganze Welt es sehen kann. Warum hassen Alga und Kurok Basrak so sehr? Mein Geliebter hasst Basrak nicht. Sie waren einst Freunde, fast wie Brüder. Wenn überhaupt, dann ist er vom Häuptling enttäuscht. Aber Basrak fordert den König heraus. Er muss vom Schlachtfeld entfernt werden, bevor er die Chance hat, unsere Pläne zu durchkreuzen. Deshalb habt ihr Basrak die Schuld für den Angriff auf den Tempel zugeschoben. Es hat geklappt, nicht wahr? Die Häuptlinge sind für die Volksversammlung zusammengekommen und alles verläuft wie geplant. Solange ihr Basrak mitnehmt, wenn ihr geht, gibt es keinen Grund für weiteres Blutvergießen. Er hat seinen Zweck erfüllt, genau wie ihr. Warum macht ihr bei alledem überhaupt mit? Kurok ist mein Geliebter und ich habe geschworen, ihn zu unterstützen und zu beschützen. Außerdem glaube ich an den Traum des Königs. Ich glaube an eine geeinte Nation der Orsima.
Das ist der beste Weg, um unseren Platz als Gleichgestellte unter den anderen Völkern einnehmen zu können. Selbst wenn das bedeutet, Unschuldige zu töten? Oh, die Clanshäuptlinge sind alles andere als unschuldig. Und ihr Tod wird einem höheren Ziel dienen. Sie stellen ein würdiges Opfer dar. Und jetzt nehmt eure Freunde und geht. Das ist nicht mehr euer Belang. Lasst meinen Geliebten zu Ende bringen, was er angefangen hat. Bitte. Ja gut, wenn du bitte sagst. Russischer Server nett, aber russische Sprachversion. Also ich glaube tatsächlich, also es kommt die russische Sprachversion. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht planen, also ich würde es jetzt nicht russischen Server nennen, ich würde es eher so Asia, Ozeanien. Ich denke, da denken sie drüber nach, weil die Australier und so, und da gibt es viele und es gibt viele Aktive. Die sind halt aktuell richtig gefickt, also für die ist halt richtig schwer. Wir müssen wirklich aufhören, uns so zu treffen. Vielleicht lasst ihr euch das nächste Mal von mir retten. Was sagt ihr dazu? Ich frage mich, was in Malakats Namen Kurok vorhat. Das ist sogar für seine Verhältnisse ziemlich dreist. Kurok arbeitet mit den Woschrak zusammen. Ihr nehmt mich besser nicht auf die Hauer, Fremder. Ich kenne Kurok schon sehr lange. Bei gewissen Dingen mögen wir geteilter Meinung sein, aber ihm lag das Wohl unseres Volkes immer am Herzen. Das ergibt keinen Sinn. Er benutzt die Volksversammlung als eine Falle. Er wird alle Häuptlinge ausschalten, die sich ihm widersetzen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gebt mir den Schlüssel und geht zum Thronsaal. Es gibt dort einen Gang, der euch direkt zur Volksversammlung führen wird. Ich werde Eveli in Sicherheit bringen und ein wenig zusätzliche Hilfe auftreiben. Zusätzliche Hilfe? Es gibt immer noch einige Leute hier in der Stadt, auf die ich zählen kann. Tut jetzt, was auch immer nötig ist, um die Volksversammlung zu erreichen. Falls ihr auf Probleme stoßt, dann sucht mich draußen vor der Feste auf und wir überlegen uns gemeinsam etwas. Ich sorge dafür, dass Häuptling Basrak hier unversehrt herauskommt. Keine Sorge, ihr könnt euch auf mich verlassen. Aber ich kann nicht glauben, was ihr über den König gesagt habt. Das sind mal ein paar faule Eicheln. So viel steht fest. Warum sagst du das Wort Eichel so oft? Ja, aber das Problem ist, wenn halt der russische Client kommt, dann, wenn kein russischer Server kommt, dann ändert es ja trotzdem nichts, dann spielen sie ja trotzdem noch auf dem EU-Server und sind hier, die haben halt dann einfach eine russische Sprachversion. Aber wie gesagt, für den asiatischen Raum, ich weiß nicht, wie krass ESO da vertreten ist. Ob das jetzt dann in Russland ist oder sonst wo, jetzt wollte ich schon auf die Map von Tamriel gehen und sagen, ja, hier, wenn Asien so groß ist, ne, da gehört ja auch Japan, da gehört Australien mit dazu. Dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ob Zoss sich die Kosten aufnimmt. Die Volksversammlung ist nur für Teilnehmer. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste, doch ihr lasst uns keine Wahl. Euch mache ich kaputt. Ich brauche Heilung. Sorry. Geliebte Schildweibe, verschließt die Wege zur Volksversammlung. Wir werden in Kürze anfangen und ich möchte nicht, dass wir gestört werden. Sobald ich das Tor vom Thronsaal aus entriegelte, brauche ich euch, meine geliebten und treu ergebenen Schildweibe. Ihr müsst Wache stehen
und euch um jeden kümmern, der es wagt, mich herauszufordern. Seid besonders auf der Hut vor diesem abtrünnigen Element, das uns verraten hat. Kümmert euch darum und geht dann zu den Soldaten, die ich bereits ausgesandt habe, damit sie sich um Hohepriesterin Solgra kümmern und den einzigen verbliebenen Zugang zur Volksversammlung verschließen. Sobald sie als Anführerin der Vosrak enttarnt ist, muss es schnell gehen. Bald schon werden die Orsima unter einem gemeinsamen Banner stehen, dem Banner von König Kurok und der Nation der Orsima. Dann wären wir den anderen Nationen nicht nur ebenbürtig, wir wären ihnen überlegen. Vergesst nie diesen Tag, meine Geliebten, denn heute werden wir Geschichte schreiben. Euer König. Warum sind die jetzt schon wieder da? Wir lassen ihn dagegen kämpfen. Wir haben ja schon gekämpft. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Und hier, Demon's World, ja, ne, musst immer ein bisschen aufpassen. Du hast es jetzt gelesen. Ne, wir hatten auch schon mal andere Leute, die drehen halt immer schnell ab, wenn sie mal so eine einfache Idee haben, wie kommen wir, gucken, dass die Orks als ein Volk auftreten. Bleibt halt meistens nicht bei denen dabei. Macht ist eine gefährliche Eigenschaft. Macht und Gier. Ich hatte da so ein Gefühl, dass ich euch hier finde. Kurok hat den Weg zur Volksversammlung abgeriegelt, oder? Verdammt, die meisten meiner Kontakte sind untergetaucht. Und seit ich euch vom Boden der Feste abgekratzt habe, sind wir noch keinen Schritt näher an einer Rettung der Häuptlinge. Ich habe diese Notiz im Thronsaal gefunden. Zeigt mir das mal her. Man kommt durch den Tempel zur Volksversammlung? Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Gang gibt. Doch dann schickten sie Solgra Soldaten hinterher. Das ist schlecht. Wir brauchen einen neuen Plan, und zwar sofort. Irgendwelche Vorschläge? Ihr müsst weiter zum Tempel und nach der Hohepriesterin schauen. Eveli und ich haben noch einen anderen Ort, an dem wir nach Hilfe suchen können. Wenn wir Erfolg haben, wird der Weg zur Volksversammlung vielleicht etwas weniger kompliziert. Sei aber auf der Hut. Die Soldaten und Wachen suchen immer nach euch beiden. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich zähle darauf, dass der Beginn der Volksversammlung sie ablenken wird. Aber wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Solgra muss am Leben bleiben, um ihre Version der Geschichte zu erzählen. Danach können wir zur Volksversammlung vordringen und die Häuptlinge retten. Dann werde ich versuchen, mich zu sputen. Ihr habt bereits mehr für mich und mein Volk getan, als ich je hätte erwarten können. Ich weiß das zu schätzen. Es beweist, dass ihr Ehre habt. Nun geht zum Tempel und vergewissert euch, dass es der Hohepriesterin gut geht. Wir brauchen sie lebendig. Der Tempel wird binnen 3er Monde 2-mal von waffenschwingenden Fanatikern belagert. Das ist doch verrückt. Kurok hat diese Lawine ausgelöst. Jetzt müssen wir versuchen, sie irgendwie aufzuhalten. Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Ich habe euch bei der Arbeit gesehen. Ich habe das Gefühl, dass das Schicksal von Wrodga davon abhängt, was wir als nächstes tun. Unsere Taten, ob wir nun erfolgreich sind oder nicht, bestimmen über die Zukunft von Orsinium und des orkischen Volkes. Glaubt ihr wirklich, dass alles darauf hinauslaufen wird? Wie könnte es das nicht? Der Tempel, die Volksversammlung, das sind die Feuer, die unsere Härte auf die Probe stellen werden. Entweder wir gehen stärker daraus hervor, oder die Flammen verschlingen uns. Geht jetzt und helft Solgra. Ich werde zum Tempel gehen und der Hohepriesterin helfen. Ja, aber Bräule, also so ein Server kostet, ne, das ist richtig Asche. Und Problem ist ja, das wird ja auch wiederum nur von, es wird ja auch, also wenn du planst, dass du mehr Spieler kriegst, würde das Problem ja auch wieder nur um eine gewisse Zeit rauszögern, weil es kommen ja immer wieder neue Spieler und du musst dann müssen halt ihren Code in Ordnung bekommen, dann können auch mehr Leute da drauf. Und ich glaube, das ist das viel mehr das Problem als die Leute, einfach der
Programmiercode ist schlecht. Nimm's halt schon okay. Ich hab das schon richtig. Alles gut. Aber Orks kloppen sich halt so gerne untereinander. Deswegen, das darf man denen nicht wegnehmen, sonst drehen sie halt das. Die brauchen das. Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern. Wir sind nicht in der Verfassung, irgendwen zu verfolgen. Die Wache des Königs Solgra nachsetzt, wird das schon seinen Grund haben. Wir dürfen ihnen nicht in die Quere kommen. Das ist nicht die beste Zeit für einen Besuch im Tempel. Wir stecken hier gerade in einer etwas misslichen Lage. Ich würde untertänigst vorschlagen, dass ihr später noch einmal wiederkommt. Wo ist Hohe Priesterin Solgra? Wenn es um diese Sache mit den Fanatikern geht, dann solltet ihr direkt mit dem König darüber sprechen. In diesen schwierigen Zeiten können Missverständnisse schnell außer Kontrolle geraten und zu Situationen führen, die wir alle lieber vermeiden würden. Sagt mir, wo ich die Hohepriesterin finden kann. Aber gut, wie ihr meint. Als die Soldaten des Königs an die Türen hämmerten, rannte sie die Treppe hoch und nach draußen. Die Soldaten stießen uns zur Seite und jagten ihr nach. Ich weiß nicht, was Solgra getan hat, aber sie hat offensichtlich jemanden sehr wütend gemacht. Die Hohepriesterin hat nichts gesagt? Nicht ein Wort. Sie schien ebenso überrascht zu sein wie wir, als die Soldaten hereinstürmten. Für gewöhnlich ist Solgra immer so schicklich. Wenn die Soldaten nicht ihre Waffen gezogen hätten, bin ich sicher, dass sie ohne Widerworte mit ihnen mitgegangen wäre. Lebt wohl. Brandanus, kann ich verstehen, weil ich finde tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel von der Geschichte hatte, ich fand Orsinium immer eins der coolsten DLCs, und wenn so Leute gefragt haben, oh, was willst du, was... Bei mir war Orsinium immer ganz hoch auf der Liste, weil selbst wenn ich viel geskippt habe, die Geschichte trotzdem, die ich mitbekommen habe, unglaubliche Tiefe hat. Deswegen habe ich das auch gedacht. Deswegen habe ich gedacht, das schiebe ich auch nochmal dazwischen. Nicht nur, weil es halt geografisch passt, sondern einfach, weil ich die Story halt einfach gern nochmal erlebt hätte, weil die halt auch echt einfach gut gemacht war. Nur der Teil hier ist schlimm, weil hier tatsächlich so eine Geschichte, wo ich mich auch immer verlaufen habe. Da ist sie! Lass die Verräterin nicht entkommen! Sag dem König, ich spiele seine politischen Spielchen nicht mit. Spring nicht! Was in Trenimax Namen geht hier vor sich? Warum hat mir Kurok Soldaten auf den Hals geschickt? Sie verhielten sich, als hätte ich etwas Schreckliches getan. Ich wollte es nicht zeigen, aber ich hatte Angst um mein Leben. Ich bin nur froh, dass ihr zur rechten Zeit eingetroffen seid. Das waren nicht nur Soldaten, das waren Vorschrak. Haben sie euch verletzt? Vorschrak? Ich verstehe das nicht. Aber nein, sie haben mich nicht verletzt. Also nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Nun verratet es mir schon. In was für einer misslichen Lage stecken wir? Sie werden euch die Schuld geben. Sie werden behaupten, dass ihr hinter den Vorschrak steckt. Was für eine lächerliche Behauptung. Trenimak fördert Einheit und Zivilisation, nicht Anarchie und Gewalt, wie es diese Fanatiker von den Vorschrak behaupten. Macht es euch etwas aus, wenn ich nachfrage? Sagt mir, wem haben wir diese schreckliche Situation zu verdanken? Kurok und Algar. Sie planen, die Häuptlinge zu töten und euch die Schuld für die Ränke der Vorschrak zu geben. Wir dürfen das nicht zulassen. Aber warum seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Die Clanshäuptlinge sind sehr viel wichtiger. Ihr solltet bei der Volksversammlung Spaß. Alles tun, was ihr könnt, um den hinterhältigen Plan des Königs zu vereiteln. Die Zugänge zur Volksversammlung wurden verriegelt. Alle, bis auf den Weg durch den Tempel. Es gibt einen Weg zur Volksversammlung durch den Tempel? Vielleicht durch die alten Tunnel? Ja, das muss der Weg sein. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Eröffnet die Bibliothek. Wenn es wirklich alte Tunnel unter dem Tempel gibt, dann ist der Zugang zu ihnen wahrscheinlich dort drin.
Geht und findet ein sicheres Versteck, bis all das hier vorüber ist. Mein Pfeil wird sein Ziel finden. Hinter euch, auf den Vorsprüngen. Mehr Soldaten. Schnell, lasst uns. Oh! Nein. Sie ist erledigt. Sorgt dafür, dass keiner ihrer Verbündeten überlebt. Schnappt den Assassinen. Ich bringe Solgar zum Tempel. Geht. Viel Spaß mit dem Hund. Ja, vielleicht mal gucken, wie lange es noch dauert. Ne? Vielleicht nicht an euch vorbei. Bin ich ja noch da, wenn du wiederkommst. Ich weiß, dass jetzt noch ein kniffliges Rätsel auf mich wartet. Jeder, der weiß, wie ich mich mit Rätseln anstelle. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. Ihr habt einige unserer besten Soldaten getötet. Ich weiß, wann ich den Kürzeren ziehe. Ihr seid nichts als eine feige Assassine. Ich habe meine Befehle. Wisst ihr nicht, dass Hohepriesterin Solgar eine Verbrecherin ist? Eine Feindin der Orsima? Sie ist die Anführerin der Voschrak. Ihr solltet mir für das danken, was ich getan habe. Ihr wisst sehr wohl, dass Solgar keine Verbindung zu den Voschrak hat. Wie könnte ich so etwas wissen? Ich bin nur eine einfache Soldatin. Ich bin keine verkleidete Kultistin. Selbst wenn ich es wäre, dann könntet ihr nichts beweisen. Tut mit mir, was ihr wollt, Fremder. Ich diene einem höheren Ziel. Ich habe genug von Kultisten und Assassinen, wäre so mein erster Reflex. Aber ich hätte eigentlich Bock, sie zum König zu schicken und ihm zu sagen, Alter, I'm coming for you. Aber jetzt gerade grinst sie unglaublich doof und ich möchte sie töten. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich auch Bock, sie zu schicken, damit der König sich so richtig in die Hose kackt. Aber ich höre auf Demon's World und sie guckt doof. Nein. Okay, wenn du mir nicht böse bist, geht und sagt Alga und Kurok, dass ich sie mir holen werde. Ihr lasst mich am Leben? Die Schmiedemutter hatte recht. Ihr seid feige. Ihr habt kein Eisen im Rückgrat. Ihr könnt nicht gewinnen, Fremder. Immerhin steht Trinimak auf unserer Seite. Ihr werdet es bereuen, dass ihr mich leben lasst. Aber ich werde Freude daran haben, wenn euch der König in Stücke reißt. Ja, kannst du dich jetzt noch töten? Nee. Muss ich runter? Jo. Soldaten, hätten wir sie aufhalten wollen, hätte uns das alle in Gefahr gebracht. Ihr hättet etwas tun können. Ihr seid Feiglinge, und zwar alle. Eveli, genug. Solgar ist tot. Noch mehr Priester sterben zu lassen, hätte das nicht ändern können. Ich hätte da sein müssen, um sie zu retten. Ihr Tod kam schnell, falls euch das ein Trost ist. Was in Malakats Namen ist dort draußen geschehen? Kurok schickte Soldaten. Er ließ verbreiten, sie wäre die Anführerin der Voschrak. Ich konnte sie nicht retten. Solgar hat dieses Schicksal nicht verdient. Auch wenn wir häufig nicht einer Meinung waren, so war sie dennoch eine gute Seele. Eine sich sorgende Person. Kurok ist dieses Mal zu weit gegangen. Er muss aufgehalten werden. Wir sprachen über die Tunnel, bevor sie starb. Wusste Solgar von den Tunneln unter dem Tempel? Konnte sie euch sagen, wie wir die Volksversammlung erreichen können, bevor noch mehr Leute sterben müssen? Solgar gab mir einen Schlüssel zur Bibliothek. Sie dachte, dass die Tunnel womöglich von dort aus zugänglich sind. Das wird kein Schlammschwimmen mit Argonian. Wir sprechen davon, sich dem König zu widersetzen. Im besten Fall werden wir als Königsmörder gebrandmarkt. Im schlimmsten Fall sind wir tot. Das ist nicht euer Kampf.
Nicht wirklich. Seid ihr immer noch bereit, das durchzuziehen? Turok hat uns alle verraten. Ich bin bereit, die Sache zu Ende zu bringen. Dann tragen wir den Kampf zu Kurok und Algar. Falls sie sich weigern, ihren verrückten Plan aufzugeben, kämpfen wir so lange weiter, bis die eine oder die andere Seite besiegt ist. Kuroks Herrschaft endet heute. Das schwört Basrak vom Clan Farun. Das schwört Basrak von den Orsima. Und das schwört Sam. Belohnung geleiten, hohe Priesterin. Häuptling Basrak! Ich dachte, ihr werdet ein treuer Anhänger Malakats. In der Aschenschmiede ist kein Platz für zarte Seelen, Priester. Warum sollte Trinimax sie dann nicht haben können? Lebt wohl. Ich werde euch vermissen. Entweder. Ja gut, hier kannst du ja nicht viel einstellen. Du kannst maximal hier gucken, ob halt hier dann eh so on ist. Und ansonsten bist du auf dem TS gerade? Weil ich habe immer das Phänomen, dass wenn ich ein TS anmache, dass mein Spielsound ausgeht. Hä? Tiefer? Höher? Tiefer? Schneller? Fester? Hab gedacht, ich kann da drüber springen. Aber wenn nur ESO keinen Sound hat, ist es dann schon ein bisschen komisch. Könnte ich jetzt auch so einfach aus dem Finger schnipsen, leider auch nichts. Irgendwie per Ferndiagnose. Einzige, was du noch versuchen könntest, wenn du bei deinen Soundeinstellungen, Soundsystemsteuerung, also bei diesem Fenster, wenn du einfach mal deinen Standardlautsprecher deaktivierst und aktivierst ihn wieder, vielleicht hilft's. Das ist so das Einzige, wo ich jetzt dir spontan... Schaut euch um und seht nach, ob ihr etwas findet, was nach einem Geheimgang aussieht. Man würde meinen, Tempelpriester hätten mehr Ordnungssinn. Diese Manuskripte sind überall verstreut. Fang zu suchen an. Wir müssen einen Weg in die Tunnel finden. Irgendeine Idee, wo ich bei der Suche anfangen soll? Seht einfach überall nach. Es wird wahrscheinlich irgendwas Merkwürdiges sein. Etwas, das so aussieht, als würde es nicht so recht hierher gehören. So wie diese Schalter da drüben. Aber das ist eine Bibliothek. Vielleicht kann uns einer dieser staubigen Folianten helfen. Es muss hier ein Buch geben, in dem etwas über den Bau des Tempels steht. Hallo, Ampi. Katalog der Folianten und Manuskripte. Die Kategorien der Kataloges beginnen an der Ostwand und gehen über die südliche zur westlichen Seite weiter. Orkische Köstlichkeiten, kulinarische Kreativität des Volks der Osime, Belletristik, Legenden von und oder über das Volk von Rodgar. Religion, Diskurse über orkische Denkweisen bezüglich Anbetung und Gottheiten. Elfen, Aufsätze über die schmächtigen Elfen Tamriels. Der Bau von Osinium, Dokumente über das Wiederaufbauprojekt. Das brauchen wir. Bretonen, Geschichte des Volkes der Bretonen, Tamriel, Karten und Beschreibungen der Welt. Achtens, Clan von Rodgar, Geschichte und Symbole der orkischen Clans. Kreaturen, Tiere und Monster Wrodgars, Handwerk, Dissertationen über das Schmiede- und Schneidehandwerk sowie andere verbreitete Handwerke. 11. Altersbegrenzt, Themen zotiker oder fleischlicher Natur, die müssen wir uns auch durchlesen, finde ich. Spiele, eine Beschreibung beliebter Freizeitbeschäftigungen der Orks wie Waschball, schneid es bis es schreit, das hört sich auch cool an. Wer weiß das schon? Bücher, die nicht so richtig
in die interpretierten Kategorien passen. Also, was haben wir gesagt, was wir durchlesen müssen? Die 5 und die 11. Und es fängt am Osten an. Eins, zwei, drei, vier. Dann ist das hier die 5. 6. Ich will erstmal die 11 lesen. 7, 8, 9, 10, 11. Beschränkt. Ach, das ist schon wieder. Achso. Die haben wir schon gelesen. Die muntere, agonische Maid. Orsinium erbauen. Aus Geheimnisse einer Orkstadt. Von Krillbar, dem Architekten. Als die Orks sich anschließend entschieden, die Stadt Orsinium wieder aufzubauen, entschlossen sie sich, eine Reihe von Tunneln unter den Straßen zu bauen, die als Fluchtweg dienen sollten, für den Fall, dass die Stadt jemals wieder belagert werden würde. Diese Tunnel gibt es bis zum heutigen Tag. Die neuesten Steine Orsiniums werden aktuell auf dem Fundament gelegt. Während die Arbeiter des Königs am Wiederaufbau der Stadt arbeiten, werden einige der Tunnel versiegelt, manche stürzen sogar ein. Aber viele der Tunnel, verborgen unter den alten Fundamenten älterer Gebäude, erstrecken sich weiter quer unter den Straßen der Stadt. Zu den berühmtesten dieser Tunnel gehört der Tempeltunnel, der in der fiktiven Erzählung die Schlacht von Orsinium beschrieben wird und angeblich von unter dem Tempel von Orsinium bis zu den Bergen hinter der Felsfeste verläuft. Laut dem oben erwähnten belletristischen Werk verbarg ein geheimer Durchgang den Eingang in den Tunnel. Um den Tunnel betreten zu können, so zumindest die Erzählung, musste der Sohn des obersten Häuptlings ein Rätsel lösen, das den geheimen Durchgang öffnete. Ich freue mich auf eine Zeit, in der die Priester des Tempels mir den Versuch gestatten, den geheimen Durchgang zu öffnen. Dann können wir ein für alle Mal feststellen, ob die Erzählung von Bangor, dem Lügner, auf Tatsachen basiert oder reine Erfindungen sind. Okay, wir brauchen die Schlacht von Orsinium. Wo war sie, die Schlacht von Orsinium? Belletristik. Belletristik? Glaube, Belletristik war's. 2. Die Schlacht um Orsinium tobte weiter. Die Clans, bereits angeschlagen nach einem Überraschungsangriff, zogen sich in den Tempel zurück, während die Prätonen schließlich die Mauern durchbrachen und in die Stadt strömten. Die Clanhäuptlinge wussten, dass sie bald fliehen mussten, um nicht in ihren geliebten Tempel ihr Leben zu lassen. Als sie die Tore des Tempels hinter sich verriegelten, wandten sich der oberste Häuptling seinem Sohn zu und erteilte ihm die Anweisung: Du musst den Weg in den Tunnel unter den Tempel öffnen, indem du die Säulen korrekt platzierst. Denke an diese Worte, dann steht der Weg dir offen. Dann sprach der oberste Häuptling die folgenden Worte: Meine Augen blicken auf das Schlachtfeld, aber ich bin ruhig. Zu meiner Rechten kämpft Clan Lucien mit der Wildheit und hält unsere Feinde auf Abstand. Zu meiner Linken dient Clan Bragosch uns als Schild und beschützt uns vor unerkannten Gefahren. Und über uns bewacht Clan Ruska die Hügel, die Bögen in der Hand. Jetzt lag es am Sohn, die übersten Häuptlings. Er musste sich an die Worte erinnern, sich die Clans und ihre Symbole ins Gedächtnis rufen. Sonst würden sich die Tunnels niemals öffnen und die Ork-Clans würden fallen. Das durfte er nicht zulassen. Okay, wir müssen uns merken. Was müssen wir uns merken? Wir müssen uns merken, Lucien ist rechts. Schreibe ich gerade mal hier bei euch in den Chat. Rechts Lucien. Links Bragosch. Und über ist Ruska. So. Jetzt müssen wir
Diskurse. Jetzt müssen wir uns die Clans nämlich angucken. Nämlich die Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Symbole herausfinden. In der Zeit Osiniums, das war die Stadt, die es gab, als die Tempel, die jetzt als Zorn bekannt ist, ursprünglich erbaut wurden, stiegen 6 Ork-Clans in der Region auf zur Berühmtheit. Heute sind diese Clans verschwunden. Sie wurden entweder, okay, das hatten wir ja schon. Okay, wir haben Pragosch, der Hammer-Clan. Also ist links der Hammer. Lucine ist Wolf, ist rechts ist Wolf, links ist Hammer. Und Ruska sind die Eulen. Also nochmal wiederholen. Ruska Eule. Und Pragosch ist Hammer. Und Lucin ist Wolf. So. Easy. Also, was haben wir? Links Pragosch. Pragosch war der Hammer. Ist schon richtig. Rechts haben wir Lucin. Lucin ist der Wolf. Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf. Und über allem wacht die Eule. Ah, warte mal, die müssen doch, die gucken doch auf, die Eule guckt auf ihn. Müssen die vielleicht zu ihm hingucken? Falsche Richtung, du Blepp. What? Och, jetzt komm, was habe ich falsch gemacht? Zu seiner Rechten. Ah, wartet. Habe eine Vermutung. Er ist es. Zu seiner Rechten. Ja, genau, das hätte ich jetzt, das wäre jetzt mein nächster Ding, nämlich ging. Pragosch ist der Hammer. Tja, da werde ich glatt zum Schmächtigen. Von ihm aus gesehen. Klettern wir in dieses Loch. Ich wusste, dass ihr das schafft. Und nun lasst uns den König aufhalten gehen. Ruhe, Häuptlinge! Eure endlosen Zwiste plagen unser Volk schon viel zu lange! Kurok schmäht die Häuptlinge. Das werden sie nicht dulden. Ihr schattet euch in euren Festungen ab und fördert so unser selbstsüchtiges Wesen. Wir müssen ändern, wer und was wir sind. Kurok hat recht. Wir werden den Bastard töten, ja? Geht's nicht weiter, okay. Geil, wie sie ihm hinten einfach nur völlig niedermachen. Ich wollte euch als Gleichgestellte ansprechen, doch ihr wolltet nicht hören. Ich bin der Streiterei mit euch müde. Der König nimmt sich unseres Volkes an und ihr brecht ihm das Herz. Seid auf der Hut. Yeah.
Ella! Wir sind ganz in der Nähe. Seid auf alles gefasst. Klingt wie damals, als ich in einen Paarungskreis der Imker hineingestolpert bin. What the fuck? Was für ein Paarungsding bist du reingestolpert? Die Wahl ist ganz einfach. Kniet vor mir als eurem König und Herrscher der vereinten Orsima. Oder sterbt. Wir müssen uns beeilen. Kurok ist kurz davor, die Häuptlinge niederzumetzeln. Man kann ja jetzt echt nicht mir vorwerfen, ich würde mich nicht beeilen, also... Sobald wir drin sind, findet Kurok und schaltet ihn aus. Wir müssen so viele Häuptlinge retten, wie wir können. Wenn wir uns sputen, ist es noch nicht zu spät. Wir müssen dieses Tor öffnen. Hier ist kein Hebel. Der Auslöser muss auf der anderen Seite sein. Geht beiseite und lasst mich mal ran. Macht euch bereit, diese Leute hier rauszubringen. Ihr lasst mir keine Wahl. Euer Tod wird die Clans vereinen. Ich kümmere mich um die Bogenschützen. Wir wurden verraten. Verteidigt euch! Und nun ist der letzte Gast eingetroffen. Ich werde euch für eure Untreue büßen lassen. Haltet diese Bastarde von den Boschra, Clan-Häuptlinge. Ich gehe zurück hier und helfe Häuptling Basra. Lasst euch nicht in meiner Abwesenheit umbringen. Dieses Tor ist schwerer, als es aussieht. Spielt keine Rolle. Meine Soldaten rücken bereits vor, um die Tunnel zu blockieren. Doch selbst die imposantesten Verbrecher müssen für ihre Taten büßen. Ich werde mich um euch kümmern. Und zwar persönlich. Verbeugt euch vor dem König der Orsima! Wir haben euch vertraut! Oh, die Mutti muss für ihn mitkämpfen, weil er so schwach ist. Er ist gar nicht so schwach wie sonst irgendwelche Questbosse. Hallo, Endan! Mutter! Nein! Nein, hab deine Mama getötet. Einen Blutzoll für den Tod meiner Mutter! Alter, was geht mit ihm ab? Ihr werdet qualvoll sterben! Mutter, gewähre mir deine Macht! Alter! Die Feuer deiner Schmiede, die Verräter einhüllen! Eure Entscheidung! Sterbt im Feuer oder im brennenden Pech! Ja, musst du erstmal Magicka aufladen. Wir haben viele der Häuptlinge gerettet, aber es fühlt sich nicht wie ein Sieg. Alter, hinten liegt noch ein Häuptling, den ich plündern kann. Ihr habt tapfer gekämpft. Wacker. Das war möglicherweise die beste zur Schaustellung von Kampfeskunst, die ich je gesehen habe. Ich wünschte nur, wir wären nicht gezwungen gewesen, zu Königsmördern zu werden. Kurok und seine Mutter sind tot. Doch seht nur, welchen Preis sie uns dafür haben zahlen lassen. Welcher Preis? Die ermordeten Häuptlinge. Doch sie sind nur die Spitze von Malakats Hauer. Es werden noch weitere Orks sterben, wenn sie um die Herrschaft über ihre Clans kämpfen und dabei den nahenden Winter vergessen und die drohende Hungersnot. Ich habe genug Tod für zwei Leben gesehen. Wollt ihr damit sagen, wir hätten Kurok an der Macht lassen sollen? Nein. Kuroks gute Absichten verwandelten sich schneller in nackten Wahnsinn, als ein Hawker einen Eimer Fisch verschlingen kann. Es war das einzig Richtige, ihn zu töten. Schlussendlich hat er uns keine Wahl gelassen. Warum scheint euch Kuroks Tod dann so zu belasten?
Wie könnte es mich nicht belasten? Einst war Kurok wie ein Bruder für mich. Er war ein großer Ork, ein Visionär, bevor seine Mutter ihn verdorben hat. Doch meine Stimmung ist so düster wie die eines betrunkenen Dunkelelfen an einem Regentag. Das liegt wohl daran, dass Kurok gewonnen hat. Trotz allem, was wir versucht haben. Was meint ihr? Bitte, genug geredet. Ich möchte eine Weile allein sein, um darüber nachzudenken, was hier geschehen ist und was nun als nächstes kommt. Trefft mich wieder in der Feste. Wir werden dieses Gespräch dort fortsetzen und dann bekommt ihr die gewünschten Erklärungen. Lebt wohl. Möge euer Pfad zur Aschenschmiede von den Feuerschalen der Tapferkeit erleuchtet sein, mein einstiger Klingenbruder. Die Clans. Durch das, was ihr dort drin getan habt, habt ihr euch ihren Respekt verdient. Folgt mir. Ich kann euch zurück zur Feste führen. Der Weg sollte jetzt sicher genug sein. Lasst uns hier verschwinden. Bleibt dicht bei mir und folgt mir. Ah, ihr kommt genau zur rechten Zeit. Wir haben die letzten Vorschrag beseitigt und die verbliebenen Häuptlinge warten darauf, dass ich mich an sie wende. Doch die Nachricht von Kuroks Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Ich weiß nicht, wie die Leute auf diese Neuigkeiten reagieren werden. Sind die Vorschrag wirklich besiegt? Nicht ganz. Ich bin mir sicher, es gibt immer noch Gruppen verwirrter Kultisten, die sich irgendwo auf dem Land verstecken. Wir kümmern uns schon noch um sie. Jetzt muss ich erst einmal herausfinden, was wir mit den Clans anstellen, die ihre Häuptlinge verloren haben. Und mit dieser verdammten Stadt. Was meintet ihr damit, als ihr sagtet, Kurok hätte gewonnen? Kurok träumte von einer geeinten Nation der Orsima. Eine Nation, in der alle Ork-Clans Schulter an Schulter ebenbürtig neben den anderen Völkern stehen. Trotz allem, was geschehen ist, glaube ich, dass er seinen Willen bekommen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ihr damit meint. Inwiefern hat Kurok gewonnen? Alles wird sich zur rechten Zeit klären. Jetzt muss ich erst mit den Häuptlingen sprechen. Ich muss herausfinden, wie wir Ruhe in die Clans bringen können, ohne dass es zu noch mehr Tod und Zerstörung kommt. Falls ihr euch dem gewachsen fühlt, dann hätte ich noch eine Bitte an euch. Was soll ich tun? Ihr seid nach Vrotgar gekommen, um Kurok dabei zu helfen, unser Volk zu vereinen und diese Stadt wieder aufzubauen. Unabhängig davon, wie es dazu kam, ihr habt alles erreicht, was euch der König aufgetragen hat. Jetzt habe ich eine Bitte, sofern ihr bereit seid, den Orks noch einen weiteren Dienst zu erweisen. Dieser letzte Gefallen ist eher von einer persönlicheren Natur. Ich möchte eine richtige Trauerfeier für Kurok ausrichten, um ihn als den Krieger und Anführer zu ehren, der er einmal war. Anstatt ihn als den wahnsinnigen Despoten zu verdammen, zu dem er schließlich wurde. Ihr wollt wirklich Kurok Tribut zollen? Das tue ich. Kurok war einmal mein Freund. Und er war ein großer Ork, bevor sein Ehrgeiz ihn in die Irre führte. Außerdem müssen die Leute die ganze Wahrheit kennen, das Gute wie das Böse. Eine traditionelle orkische Trauerfeier ist genau das, was wir brauchen, um über all das hinwegzukommen. Was soll ich tun? Nehmt diese Botschaften und überbringt sie. Alle Empfänger sollten sich irgendwo in der Stadt finden lassen. Bringt sie dazu, euch zuzuhören. Bringt sie dazu, an Kuroks Trauerfeier teilzunehmen. In der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass alles für die Zeremonie vorbereitet ist. Ich werde die Briefe überbringen. Schaut auf dem Rückweg in der Eckschenke des Königs vorbei. Sobald ihr die Briefe überbracht habt, sprecht mit dem Schankwirt und besorgt eine Flasche von Kuroks Lieblings-Ale. Es ist ein übles Gesöff, aber er hat es geliebt. Wir werden damit bei der Trauerfeier anstoßen, um seiner zu gedenken. Wem überbringe ich den Brief? Hauptsächlich zu Leuten, die ihr schon kennt. Leuten, die uns geholfen haben, Kurok und die Vorschrag aufzuhalten.
Es sind auch ein paar Freunde von mir darunter. Vor langer Zeit wurden wir gemeinsam ausgebildet. Doch nun sind sie vor kurzem nach Vrodgar zurückgekehrt. Ich möchte, dass sie sehen, was hier geschehen ist. Wie werde ich eure Freunde erkennen? Da wäre Bizra, die man so gut wie nie ohne ihre Kriegsbemalung sieht. Sie wird euch sagen, dass ihr verschwinden sollt. Aber gebt ihr trotzdem den Brief. Der andere ist eine wirklich einmalige Persönlichkeit. Er hat seinen ganz eigenen Ehrenkodex. Wenn Bizra da ist, kann er nicht weit sein. Warum halten wir eine Trauerfeier für einen König ab, der versucht hat, euch zu ermorden? Die Häuptlinge und ich haben das besprochen. Wir glauben, es ist besser, Kurok so in Erinnerung zu behalten, wie er einst war, und ihn nicht als Tyrannen zu brandmarken. Wir ehren den Ork, den ich als Freund kannte, und nicht den, gegen den ich als Rivale und Gegner kämpfte. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr und Kurok einmal gemocht habt. Wir kämpften vor langer Zeit Seite an Seite. Als er Vrodgar verließ, um Söldner zu werden, ging ich mit ihm. Es waren glorreiche Zeiten. Aber ich hatte Verpflichtungen, zu denen ich zurückkehren musste. Als ich meinen Freund das nächste Mal sah, machte er sich gerade an seine eigene Herausforderung, Häuptling seines Clans zu werden. Wie wurde Kurok dann König? Kurok traf eine Abmachung mit Hochkönig Emmerich. Er erklärte sich bereit, den bretonischen Herrscher in Ranzers Krieg zu unterstützen. Und im Austausch sollte er Vrodgar zurückerhalten. Damals erklärte er sich zum König. Einige von uns waren wütend auf ihn, aber seine Taten haben zahllose Leben gerettet. Seid ihr zufrieden mit dem neu errichteten Osinium? Zufrieden? Was für eine seltsame Frage. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass ich je erleben würde, wie sich diese Stadt wieder aus den Trümmern erhebt. Doch ich habe mich schon öfter geirrt. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür. Wenn ihr wissen wollt, ob ich stolz auf das bin, was Kurok erschaffen hat, dann ja, ich schätze, das bin ich. Macht ihr euch Sorgen, dass die Stadt ohne einen König ein zu verlockendes Ziel ist? Dieser Gedanke ist mir schon gekommen. Zumindest wurden wir unter Kurok als Teil des Dolchsturzbündnisses als stark erachtet. Wir hatten Verbündete. Das ist etwas, worüber ich nachdenken muss. Ich tat Kurok und seine Abmachungen mit unseren Gegnern einfach als Unfug ab. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Denkt ihr darüber nach, euch aus der Allianz zurückzuziehen? Emmerichs Vereinbarung bestand mit Kurok und nicht mit den Clanhäuptlingen. Wir müssen unsere Möglichkeiten besprechen und eine Entscheidung fällen. Hoffentlich bevor ein feindliches Feldlager vor den Mauern aufgeschlagen wird. Ja, dann machen wir mal ein paar Botendienste und verteilen ein paar Briefe. Zu was ich hier benutzt werde, weißt du? Der hat, als hätte er nicht genug Leute, die einfach mal die Post austragen könnten. Nein, der Held von Vrodgar darf jetzt Briefzusteller spielen. Hab den allen den Arsch gerettet. Die müssten mich auf einer Sänfte durch die Stadt tragen. Und was mache ich? Ich verteile Post. Ich bin, glaube ich, einfach die billigste Arbeitsplatz in komplett Osinium. Hä? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Das erspart mir die Mühe, nach euch zu suchen. Ich wollte mich vor meiner Rückreise zu den Sommersendinseln noch unbedingt bei euch bedanken, dass ihr mich im Tempel der Voschrak nicht getötet habt. Ich weiß das zu schätzen. Ich glaube, ich hätte den Tod wohl als ziemlich langweilig empfunden. Nicht alle haben überlebt. Die Hohepriesterin war eine Inspiration. Ihr Erbe wird weiterleben. In unserem Gedächtnis und im Gedächtnis von ganz Osinium. So schwer es auch sein mag, das zu akzeptieren. Die Wahrheit ist einfach, dass man nicht jeden retten kann. Man muss es aber einfach versuchen. Häuptling Basrat bat mich, euch dies zu geben, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Trauerfeier? Und ich bin eingeladen? Wunderbar. So habe ich auch die Gelegenheit, mich bei allen gleichzeitig zu verabschieden. Coole Augenfarbe übrigens. Trauerfeier für diesen verrückten Despoten?
Ich hoffe, Häuptling Basrak weiß, was er tut. Bis gleich. Gott. Komme ich hier raus? Stimmt. Hä, warum muss ich denn schon wieder in das... Es freut mich, dass noch Leben in euch steckt. Es hätte mich aufs Äußerste aufgebracht, wenn ihr den Tod gefunden hättet. Und ich habe gehört, was geschehen ist. Ihr habt meinen Dank dafür, für Häuptling Basraks Sicherheit gesorgt zu haben. Ich wäre noch aufgeregter, wenn mein Gatte gestorben wäre. Wo wart ihr, als wir versucht haben, Kurok aufzuhalten? Nicht jeder hat den Luxus, einfach auf Abenteuer ausziehen zu können, wenn ihn die Laune dazu packt. Ich musste mich um die überlebenden Farun kümmern. Sie mussten nach dem Angriff auf ihre Festung eingesammelt werden und Obdach bekommen. Häuptling Basrak hat mich gebeten, euch dies zu übergeben. Ein Brief? Wie spannend. Was steht da? Mein Mann plant, eine Trauerfeier für Kurok abzuhalten? Ich schätze, das ergibt wohl Sinn. Sie waren einst gute Freunde, bevor Kurok sich diese viel zu enge Krone aufsetzte. Ich werde mich Basrak anschließen, sobald ich kann. Hallo, Koltaro. Ist hier noch einer drin, der eine Einladung kriegt, oder was? Oder verarscht mich das Spiel gerade wieder? Wow. Ah, ich glaube, hier ist noch jemand im Geheimgang. Ich stelle keine Fragen. Ich bin nur froh, dass ich endlich bezahlt wurde. Es ist ja schon schlimm genug, in Kalthafen zu landen, aber dann auch noch im Turm der Lügen schuften zu müssen? Ich glaube nicht, dass ihr hier sein solltet. Ich will nicht noch mehr Ärger. Ich habe gehört, der König ist tot und ich bin mir sicher, ihr hattet irgendetwas damit zu tun. Also haltet mich da bloß raus. Häuptling Basrak hat bat mich, euch dies zu geben. Nein, ich will gar nichts. Nicht von euch, nicht von Häuptling Basrak. Ich will einfach nur, dass man mich und meinen Vater in Ruhe lässt. Bitte, schaut euch den Brief wenigstens an. Ihr könnt euch einfach nicht mit einem Nein zufrieden geben, was? Oh, na schön. Zeigt mir das mal her. Eine Trauerfeier? Für den König? Und der Häuptling möchte, dass ich teilnehme. Es wäre mir eine Ehre. Ich frage mich, ob ich die Zeit habe, mir ein neues Kleid zu besorgen. Ich glaube, ein Kleid hilft bei dir nicht. So, 3 von 6. Hat sich aber noch jetzt hier fast 22 Uhr. Ja, genau. Eben noch so, ja, ihr habt mein Gasthaus. Ich werde diesen Ort vermissen. Seit dem Tod der Hohepriesterin ist der Tempel zu einem düsteren Ort geworden. Solgar war eine gute Frau. Sie sorgte sich um unser Volk und hoffte, Trinimaks Wort zu verbreiten. Ich weiß auch, dass sie euch als ihren Freund erachtete. Wollt ihr irgendwo hin? Der Tempel wird wieder Malakat geweiht werden, jetzt da König Kurok und die Schmiedemutter tot sind. Es ist eine Schande, aber ich kann es den Clan-Häuptlingen nicht verübeln. Nicht nach all dem, was die Woshrak angerichtet haben. Häuptling Basrak bat mich, euch dies zu geben. Was ist das? Eine Trauerfeier? Für Kurok? Es wäre mir eine Ehre, Solgra und die Priesterschaft bei einem solch denkwürdigen Ereignis zu vertreten. Nicht, weil ich den verrückten König so mochte, sondern weil ich Basraks Weisheit erkenne. Die Stadt braucht Heilung. Ich werde tun, was ich kann, um dabei zu helfen. Dankeschön. Vielen Dank. Da steht noch einer. Evelyn!
Aber hier ist noch ein Brief. Eine Bitte um Hilfe. Darien. Ich versuche euch zu erreichen. Ja, euch. Das ist schwieriger, als ihr euch vorstellen könnt. Wörter auf Papier zu schreiben, das es gar nicht gibt. Weißes Licht. Ich bin ganz und gar umgeben von weißem Licht. Bin ich am Leben? Träume ich? Ist das hier Farbenspiel? Helft mir. Ich möchte wieder nach Hause. Bitte, Darien. Hier ist die Hohepriesterin immer ihren Studien nachgegangen. Hier hat sie ihre Bücher gelesen. Hier hat sie ihre Predigten geschrieben. Jetzt ist sie fort. Und es fühlt sich an, als hätte ich ein Loch von der Größe von Eldenwurz mitten in der Brust. Der Tod von Solgra scheint euch ziemlich zu belasten. Verdammt richtig. Wir haben gewonnen, aber... Bein dich bei dir aus. Das ist schrecklich und es macht... Komm in meine Arme. Es ist einfach nicht gerecht. Aber ihr seid offensichtlich wegen etwas anderem hier. Entschuldigt, dass ich so gefühlsduselig wurde. Was ist los? Häuptling Basrak wollte, dass ich euch das hier gebe. Ein Brief? Hat dieser ganze Ärger nicht genau so angefangen? Aber ich schätze, ich kann diese Sache auch ganz bis zum Ende durchziehen. Und ihr werdet auch dort sein? Ihr und ich, wir stürzen uns wieder in die Schlacht. Hoffentlich versucht diesmal niemand, uns zu ermorden. Ist es ein Date? Hat sie uns zu einem Date? Gut, so eine Trauerfeier als Date, aber... War ein Date. Hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt, ihr und ich, wir. Doch, wir stürzen uns in einen Krieg. Doch, doch, doch. Ich glaube, wir sind schon so. Ja, ich bin zufrieden. So, wer ist der Letzte, den ich einlade? Stehst du da drinnen? Du stehst da oben. Ihr hauert lieber ab. Ich habe keine Zeit für Bettler oder betrügerische Händler. Und ich hätte nicht übel Lust, jemanden in den Fluss zu werfen. Also verschwindet besser, bevor wir herausfinden, ob ihr schwimmen könnt oder nicht. Häuptling Basrak hat mich geschickt, um euch und euren Freund zu finden. Ach wirklich? Ich war sicher, der alte Bastard hätte seine Schlachtgefährten vergessen. Früher schlugen wir blutige Schneisen durch Elsweier und Hochfels. Doch warum hat Basrak euch geschickt, frage ich mich. Er wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Ein Brief? Für mich? Mein Gefährte sollte gleich da sein. Wartet, bis er herausfindet, dass Basrak jetzt ein Häuptling ist. Ein echter Häuptling mit einem eigenen Boten. Da staunt er bestimmt Bauklötze. Lebt wohl. Ja, macht mich doch zum Harpyen, Onkel. Ich hätte nie erwartet, euch hier zu sehen. Umnock. Alter. Was bist denn du für ein Typ? Du läufst einfach in das Wasser rein, in den Abgrund. Welch schöner Anblick für meine müden Augen. Was bringt euch zum Arsch von Malakats Ödland? Nein, darauf müsst ihr nicht antworten. Ich kann mir schon denken, warum ihr hier seid. Das ist einfach die Sorte von Orten, die Leute wie euch anzieht. Ihr könnt nicht anders. Seid Häuptling Basraks alter Freund? Nun, ich kenne keinen Häuptling Basrak. Aber Basrak der Schlechter? Er und ich kennen uns schon ewig. Wir waren alle bei Gaspars Pirschern, der wahrscheinlich besten Söldnerkopf, die sich je durch Hammerfall und Elsweier gekämpft hat. Aber ihr wollt sicher keine alten Kriegsgeschichten hören. Häuptling Basrak hat mich gebeten, euch diesen Brief zu übergeben. Zeigt mir das mal her. Interessant. Basrak will also eine traditionelle Trauerfeier der Orsima für Kurok abhalten, was?
Ich hatte gehört, dass der König tot sein soll. Ich schätze, das ist die Bestätigung. Doch ich werde ein Harpyenbarbier, falls ich je darauf komme, wie ihr an all dem beteiligt seid. Häuptling Basrak und ich haben Kurok aufgehalten. Ich schätze, Königsmörder werden gut bezahlt. Ihr hättet euch mal melden können. Ich und meine Mannschaft mussten uns nicht gerade mit Zähnen und Klauen der vielen Angebote erwehren. Ich war etwas beschäftigt. Ihr konntet euch nicht einmal einen Augenblick Zeit nehmen, um eine Nachricht an alte Freunde zu schicken? Ja, nun, vielleicht kann Basrak uns nach der Trauerfeier ja mit Arbeit versorgen. Ich werde ihn mal danach fragen müssen. Ich hoffe nur, es gibt da was zu essen. Bestimmt. Bestimmt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch den L besorgen. Ja, es gibt tatsächlich schlimmere Orte für ein erstes Date. Im Kerker. Naja, auch da. Keine traurigen Gesichter. Hallo, Roxanne. Ein Ort zum Feiern. Und genau das wird er auch bleiben. Auf Kurok. Auf Orsinium. Möge die Stadt sich auf ewig an den freundlichen und sanftmütigen König erinnern, dem sein Volk am Herzen lag. Alles andere war die Schuld seiner Mutter. Möchtest du mit mir auf die Trauer? Ne? Ich brauche eine Flasche von Kuroks Lieblingsale für seine Trauerfeier. Eine Trauerfeier? Davon hat mir niemand etwas gesagt. Ich kam wegen Kurok in dieses erbärmliche Land. Er hat mich für seine Taverne begeistert und ich werde ihm immer dafür dankbar sein. Ihr wollt das Ale? Dann lasst uns eine Abmachung treffen. Was für eine Art Abmachung? Ich besorge euch eine Flasche von Kuroks Lieblingsale. Ich besorge euch sogar ein ganzes verdammtes Fass von dem Gesöff. Aber nur, wenn ich bei seiner Trauerfeier dabei sein darf. Ich will ihm die letzte Ehre erweisen. Mich verabschieden. Lasst mich das tun. Dann sorge ich dafür, dass ihr reichlich von dem Ale habt, das er liebte. Betrachte das als erledigt. Hab Dank. Ich lasse das Ale in die Feste liefern. Und wir sehen uns dann bei der Trauerfeier. Das wird wohl das letzte große Fest für den König. Ich will aber gerade noch mein Gerümpel bei dir loswerden. Stehen nicht vorhin abgegeben. Irgendwann heute, gestern, bei allen anderen Tätigkeiten. Dachte nur, ich hätte ihn schon abgegeben. Aber scheinbar habe ich irgendwas anderes das letzte Mal da reingelegt. Ist das hier nicht der Ausblick? Gute Nacht. Ich lade zwar YouTube hoch. Wenn du es dir später nochmal angucken willst. Schlaf schön und danke, 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 dass du auch so viel dabei warst heute und so viel geschrieben hast. Schlaf schön. Es hilft immer sehr, wenn Beteiligung da ist. Vielen Dank. Freunde, schön euch zu sehen. Das ist mir sehr wichtig. Ich ärgere mich nur, weil ich alles verpasst habe. Sieht aus, als hättet ihr noch ein paar Hände brauchen können. Bumnock und Hände. Ich glaube, er ist besessen davon.
Vielen Dank, dass ihr alle hier versammelt habt. Es ist wichtig, dass alle gekommen sind, um zu sehen, was nun als nächstes geschieht. Was geschieht als nächstes? Wir machen mit der Trauerfeier weiter. Bei der Zeremonie geht es sowohl um den König und die anderen, als auch um die Zukunft der Stadt. Um das Volk der Orsima. Alle werden hier dabei sein wollen. Es klingt, als hättet ihr eine Entscheidung getroffen. Keine Sorge. Ich habe nichts so Wagemutiges geplant wie Kurok. Alle in der Stadt müssen eine Entscheidung treffen. Aber es wird eine friedliche sein. Nichts wird ihnen aufgezwungen werden. Den Orsima wird kein Leid mehr geschehen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Denkt daran, dass ihr das gesagt habt. Es sind schon zu viele Leute deswegen zu Tode gekommen. Ich kann es nicht vergessen. Selbst wenn ich das wollte. Aber wir müssen voranschreiten. Und nun sollten wir mit der Zeremonie anfangen. Es wird Dinge geben, die ich euch bitte, während der Trauerfeier zu tun. Hört gut zu, was ich sage. Und handelt entsprechend. Muss ich jetzt wieder alle umbringen? Eure Entschlossenheit. Wir haben Freunde verloren, Verbündete und denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Wir sind zusammengekommen, um ihn zu ehren. Einige von euch stellen die Weisheit dahinter in Frage. Aber wir müssen die Orsima in einem neuen Licht betrachten. Wir müssen uns alle respektieren und ehren. Und dies beginnt... Aber wie traurig Evelie ist. Selbst ein guter Ork kann schlecht durchdachten Plänen folgen. Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft blicken. Fremder, tretet vor. Ihr habt unserem Volk geholfen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich möchte, dass ihr ein Teil hiervon seid. Bitte entzündet die erste Fackel. Wir entzünden diese Feuer, um uns an Kuroks wahres Ziel zu erinnern. Einheit für das Volk der Orsima. Stattdessen haben wir Clans ohne Häuptlinge und eine Stadt ohne König. Wir werden diese Leute unterstützen und auf dem rechten Weg halten. Wir müssen auf das Morgen blicken. Fremder, entzündet die zweite Fackel. Sie wird die Vergangenheit verbrennen. Gedenkt Kurok, wie er einst war. Stark, selbstsicher. Ein König, dem sein Volk am Herzen lag. Wir führen dieses Vermächtnis fort. Wir bieten Hilfe an, ohne sie jemandem aufzuzwingen. Sehr zu meinem Bedauern haben die Clan-Häuptlinge mich gebeten, den Mantel der Königswürde anzulegen. Ich bin dieser Bitte zögerlich nachgekommen. Wir dürfen vor dem Rest der Welt nicht schwach und führerlos wirken. Ich werde Kuroks Traum fortführen, aber seine Ambitionen meiden. Wir werden als das neue Orsinium zusammenhalten. Verabschiedet euch und kehrt dann in die Feste zurück. Wir müssen diese Finsternis hinter uns lassen und einen neuen Tag feiern. Bei dir nicht. Bei dir auch nicht. Tschüss, Solgra. Tschüss, Evelie. Tschüss, Talvia. Tschüss, fliegt wie der Wind. Isra, Umok, Ulsha, Ugus, Mulsa und Roxanne. Gefällt dem Priester ein Regulus Geschenk? Es ist gefüllt mit den erlesensten Gewürzen der Nord und... nun, solange über dieses hier lande, und wollt ihr wahrscheinlich gar von der Strömung treiben. Seid ihr sicher, dass man das essen kann? Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Danke für das Angebot, aber ich kann nicht. Nicht nach allem, was passiert ist. Ich verstehe.
Eure Tapferkeit und eure Unerschrockenheit angesichts größter Widerstände ehren euch, mein Freund. Wenn ihr nicht wärt, würden die Clan-Häuptlinge und ich jetzt nicht mehr hier stehen. Und ich wäre ganz gewiss nicht König. Dann ist das wohl alles eure Schuld. Oh. Gefällt es euch nicht, König zu sein? Ich bin noch nicht lange genug König, um mir dazu eine Meinung bilden zu können. Ich hoffe, dass die Krone nicht so schwer ist, wie sie bei Kurok aussah. Ihr werdet immer einen Platz unter den Bewohnern von Orsinium haben. Aber so gerne ich auch hätte, dass ihr bleibt, weiß ich dennoch, dass es andere gibt, die eure Hilfe brauchen. Was steht für euch und Orsinium als nächstes an? Ich muss meine Treffen mit den Clan-Häuptlingen fortsetzen und an andere einflussreiche Orks in der Stadt herantreten. Wir müssen eine Regierung schmieden und Allianzen festigen. Es gibt noch eine Menge Arbeit. Aber ich glaube, ich verstehe nun endlich, was Kurok erreichen wollte. Ich wünsche euch alles Gute, König Basrak. Und ich euch. Nehmt das. Es gehörte Kurok, aber ihr habt es euch verdient. Ich hoffe, ich kann für mein Volk genauso viel tun wie ihr für Orsinium. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen von euch und den Clan-Häuptlingen nicht zu enttäuschen. Euer Name wird unter den Orsimern nie vergessen sein. Wir werden noch in Generationen von euren Taten sprechen. Und jetzt werden wir einen Weg finden, wie die Clans zusammenarbeiten können, um Kuroks ursprünglichen Traum von einem starken und geeinten Volk zu erfüllen. Orsinium wird niemals untergehen. Was ist mit den Vosrak? Sind sie immer noch eine Bedrohung? Es gibt noch genug Fanatiker, um mir so manchen Ärger zu bereiten. Doch wir haben Mittel und Wege, um die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Es mag eine Weile dauern, aber wir werden den Vosrak in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende setzen. Ich wollte mich verabschieden. Den Orks ist das Konzept des Abschieds fremd. Wir kommen und gehen, wie es uns gefällt. Doch ihr seid in Orsinium stets willkommen, mein Freund. Ich werde hier sein und diesen Schlamassel aufräumen, den Kurok uns hinterlassen hat. Lasst euch aber ja nicht ohne mich töten. Verstanden? Ich werde es versuchen. Gut. Ich wusste, dass ihr das würdet. Ich wünsche euch sichere Reisen. Ich werde versuchen, nicht allzu neidisch zu sein, weil ich hier den königlichen Bürokraten spielen muss und ihr dort draußen ein Held sein dürft. Wie geht es euch mit dieser ganzen Sache als neuer König? Ich wollte nie König sein. Und ich will es ehrlich gesagt immer noch nicht. Doch es ist der beste Weg, die Clans davon abzuhalten, sich untereinander zu bekämpfen oder zu verhungern, sobald der Winter anbricht. Ich werde die Krone so lange tragen, wie ich muss. Ich werde mein Volk auf den richtigen Weg bringen. Was wird mit Kuroks Leichnam geschehen? Die Orks verbrennen die Leichname ihrer Häuptlinge und Helden für gewöhnlich. Dann mischen sie die Asche in Schwerter und Schilde. Kurok aber... Ich glaube, ich lasse die Sitzfläche des Throns neu gießen. So wird er mich durch seine Härte an die Unbequemlichkeiten des Regierens erinnern. Daran, was ich tun sollte und was ich lieber bleiben lasse. Auf Wiedersehen. Ui, der Prophet. Was macht denn der hier? Seid gegrüßt, Entseelter. Obwohl ich euch wohl nur noch schwerlich so nennen kann. Ich hab den doch geopfert. Sagen wir doch lieber Meridias Champion. Der Held von Kalthafen. Der Retter Tamriels. Waren? Aber ich habe euch sterben sehen. Was habt ihr, in der Tat. Und ich bin auf mein nächstes großes Abenteuer ausgezogen. Warum seid ihr zurückgekommen? Ich bringe euch eine Warnung, Champion. Das Reich des Vergessens regt sich. Große Vorgänge schrecklichster Natur haben begonnen. Tamriel schwebt erneut in Gefahr. Ihr habt eine Rolle in den kommenden Ereignissen zu spielen. Welche Ereignisse? Ein großer Krieg ist im Anmarsch. Ein Krieg zwischen den Mächten des Vergessens. Die dädrischen Fürsten ergreifen Partei. Die große Täuscherin, der Säher der Zwietracht und die Geliebte der Nacht. Planen ein gewaltiges Verwirrspiel. Was soll ich tun? Seid bereit. Achtet auf Zeichen. Der Krieg wird beginnen, sobald die Tore zu Sotasils verlorener Stadt wieder geöffnet werden. So sagen es die Schriftrollen vorher.
So wird es sein. Werdet ihr mir helfen? Ich kann euch im kommenden Kampf nicht helfen. Meine Zeit auf dieser Welt ist an ihr Ende gelangt. Ich muss meinen Platz auf der Ebene der Unsterblichkeit einnehmen. Lebt wohl, alter Freund. Dies war unser letztes Gespräch. Wartet, ich verstehe nicht. So. So. Wir haben es geschafft. Wir haben eine unglaublich tolle Story fertig gequestet. Wir haben Wodka fertig gemacht. Ich kann nur jedem ans Herz legen, die Geschichte auch nochmal nachzuspielen oder bei mir auf YouTube nachzugucken. Ich bedanke mich an alle fürs Zuschauen. Ich mache jetzt für heute auch Schluss. Und es geht dann einfach spätestens am Mittwoch weiter. Ich weiß noch nicht, wie es Dienstag, Mittwochvormittag so los ist. Ich könnte jetzt sagen, lasst ein Follow da, bla bla bla, blub. Aber ich sag mal, ne? Guckt einfach. Wir haben den Greymoor-Patch, wir freuen uns alle drauf. Ich habe jetzt gerade nach Wodka echt richtig Bock. Ich hoffe, es geht euch auch so. Und ich hoffe, dass wir die Performance kriegen, die wir verdient haben. Und von daher, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Gerade in den letzten Tagen. Und habt eine gute Nacht.